Wir bedanken uns erstmal herzlich bei Tim Tölle, dass er mit ganz vielen Kollegen zusammen im Studio geschnitten hat. Unabhängig von Tim Tölle waren natürlich viele weitere dafür auch noch notwendig, um dieses Video zu drehen. Den danken wir natürlich hier auch nochmal in besonderem Maße. Das wir natürlich auch. Aber das muss Tim heute sagen. Neben diesem Video und Tim Tölle, der großen Dienst für unsere Stufe mit diesem Video geleitet hat, gab es zwei weitere Männer in den letzten Jahren, die uns begleitet und teilweise auch geleitet haben. Heute ist der Tag, an dem wir trotz manch nerviger Ermahnung
bezüglich einzuhaltender Termine, Rauchverbot auf dem Schulhof und viel mehr uns bei Ihnen bedanken wollen. Denn Sie haben uns stets geduldig und immer mit ausreichendem Nachdruck in den letzten Jahren betreut. Hiermit bitte ich unsere Oberstufenkoordinatoren Herrn Pusch und Herrn Schäfels auf die Bühne. Wo glaubst du? Was ist das denn? Ditsche, komm mal gucken. Aber hattest du auch beim Pushen? Guck mal da, so viele elegante und schöne Menschen. Die sind aber nicht aus Rheinhausen, oder? Ist ja einer aus Rheinhausen? Nee, aus Huckingen. Ja, und was machen die hier? Machst du eine Hochzeit oder was ist das? Abiball. Ach so. Deswegen auch hier die ganze Toulouse, ne? Mit Friseur und so, Ballkleider. Die Jungs hier alle Anzug an, Pomade im Haar geklatscht. Extensions dran geflochten hier oben an der Birne. Beim heiligen Fischkoda, Herr. Ich sehe gar keinen Jungen in Jogginghose da unten. Das allerdings höchst ungewöhnlich. So, und von daher, wegen diesen Abiball-Gedöns, hat man die Jungs und Mädels in letzter Zeit auch immer so Busi da durch die Gegend am Laufen sehen, ne? Mit dem Tablet. Immer so das Wichtige da. Geplant, Angebote eingeholt, verglichen, getan und gemacht. PowerPoint-Präsentation für die Schulleitung eingeholt. Mit von unterschiedlichen Veranstaltungsstätten und dann Catering organisiert und den Abiball auf die Bühne gestellt. Catering? Gibt es denn hier auch Matschesbrötchen für dich? Und CPM für mich? CPM? Kardiopulmonale Massage? Mein Gott, du alten Fischkopf! Currywurst, Pommes, Mayo, Robot, Carpaccio, verstehst du? So wie auf dem Schlachtbaumfest. Schlachtbaumfest ist das wie Busseln bei uns im tiefen Norden. Da treiben wir das ganze Dorf durch den Ort, nehmen Baumstamm in die Hand, so schön rund wie hier, und dann tun wir den Schmeißen so weit wir können, und wer am weitesten wirft, der gewinnt das Ding. Nein. Also was da genau am Passieren kommt, weiß ich auch nicht. Aber was ich weiß ist, dass das wohl unheimlich lange nachwirken tut. Haut raus, erzähl's uns. Ja, da gibt es die Geschichte da, ne? Der eine oder andere kennt die vielleicht schon. Da kommt da, der Kollege beschwert sich dienstags, ja, bitte merken, dienstags. Dritte, vierte Stunde ist einer von den Spezialisten nicht in seinem Unterricht gewesen. Denn? Obwohl er vorher in der Pause gesehen wurde. Wo ist die Poente? Ja, Moment, die Polente kam dann, hier der Beratungsfuzis, hier der Pushkin und der Scheffels, oder wie die Jungs da heißen. Sagen Sie ja zwei Folgen. Haben den abgegriffen, ne, nächsten Tag, und hier vor der Rede gestellt. Was soll ich sagen, ne? Hat der immer eine Ausrede parat gehabt? Da sagt der Scheffels für den: Hör mal, Junge, was war denn da los gestern? Dienstag, dritte, vierte Stunde. Immer da? Boah, Herr Scheffels, am Samstag war Schlachtbaumfest. Da braucht ihr 3 Tage für die Rekonvaleszenz. Alter, Verwalter. Ja, hier so nervös. Guck mal da. Guck mal hier. Was ist das denn? Zeitung. Oh, da ist noch was los. Da ist noch was los. Guck mal da. MMG, Schulleben, Erste Hilfe, Sanitäter. Sanitäter, bitteschön. Aber warum jetzt? Ja. Ob Hyperventilationstetanin, geschlossene Brüche, offene Wunden, Pausenbereitschaftsdienste oder Einsätze auf diversen Sportfesten. Die Jungs und Mädels, die packen richtig mit an. Sanitäter von Takt. Hat
Täter, Tat. Ja, jetzt habe ich auch hier ne, in die Birne reingekriegt. Oh Gott sei Dank. Sportteil? Sportteil? Ja, was ist los? Nee, hier steht nichts von meinem HSV. Meine Fresse, HSV! Bist du bekloppt? Also wenn schon dann Zebrastreifen, weiß und blau, ein jeder weiß genau, das ist der FSV. Wenigstens wenn, ne? Aber guck mal hier, guck mal. Das ist aber hartes Matsches Brötchen hier. Reiß dich mal zusammen hier, du bist im Feindesland, ne, mit deinen HSV. Also guck mal da, kennst du den? Nee. Wo hab ich den noch dafür? Ja, da. Aber guck mal, den kennst du ja gar nicht, wie den sein Feind spielen. Hat ihr da wohl die Sportbuchse drunter? Wahrscheinlich. Für hinterher der After-Hour-Party, ne? Schnell den Zwirn weg und dann die Sportbuchse wieder raus. Ja. Ja, guck mal, die kenne ich auch. Die kenne ich auch. Hast du die auch schon gesehen? Mhm. Guck mal, irgendwo da in der Gemengelage sind die alle ansitzen. Ja. Volleyball-Stadtmeisterinnen. Respekt. Sportlich hat die Stufe ganz schön was drauf, ne? Ja, aber Heide Witzka, von daher auch diese klassische Ergebnis hier, ne? 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Was sagt dich das? Das ist doch klar wie Küstennebel. Ja, jetzt bin ich gespannt. Das sind die ersten 5 Saisonergebnisse meines HSV in der neuen Bundesliga-Saison. Guck mal, träum mal weiter. Ihr hattet doch jetzt schon wieder den Papst in der Tasche, ne? Dass die nicht abgestiegen sind. Nee! Das sind die Ergebnisse hier von den 5 besten Abiturienten und Abiturientinnen, die hier in der Gemengelage ansitzen sind, ja? Respekt, ich glaube, das hat die letzten 5-jährigen Generationen nicht mehr gegeben. Mindestens, wenn überhaupt. Herr Bett, guck mal. Auslandsaufenthalt. Ah, ja. Ein Jahr USA, 10 Monate Koala-Bär streichen in Neuseeland, 12 Monate Kanada, dann zwischendurch zum Austausch nach Italien und dann wieder in die USA in die Schule. Die waren ja länger weg als wir in der Schule drin. Und dafür geben Abitur? Nee, für diese und andere Aktivitäten gibt es die Auszeichnung Europaschule. So, Europa, jetzt schließt sich auch der Kreis so langsam wieder, ne? International und so weiter. Guck mal, wenn man hier mal sieht, dass da 10 bis 12 oder vielleicht noch mehr verschiedene Nationalitäten zusammen am Lernen und am Arbeiten drangekommen sind, vielleicht zumindest. Ja, und dann auch noch immer relativ friedlich und freundlich so untereinander, ja? Das verdient Respekt und? Ja, ne, da muss man nur sagen, das ist mal Integration. Und ich glaube, wir haben sogar ein paar Schalter mitmachen lassen. Boah. Herr Ben, Integration, warum sind wir beiden Schmiedenjungs eigentlich heute hier? Abi 2015. Was sagt dich das? Also erstmal A wie engagiert. Finde ich gut. B wie brillante Beratungslehrer. Moment. Hast du es nicht mehr so mit die Blase? Nee, ich muss ja nur mal Nachschub holen. Bevor das ausläuft, unten muss ich auch wieder reinfüllen. Und? So. Immer. I wie immer gut drauf. Und in diesem Sinne gratulieren wir euch herzlich zu eurem bestandenen Abitur. Und wünschen euch das Allerbeste für die Zukunft und wünschen vor allen Dingen hier und heute allen Anwesenden einen wunderschönen Abend. Dankeschön. Mal gucken, ob es da noch ein paar Matjes Brötchen und CPM gibt.